Logbuch der Utopia. 16.30 Uhr, Helgoland liegt etwa 30 Meilen voraus. Ansteuerung Südhafen. Kurs 300 Grad. Wir laufen Helgoland an. Eine Insel, die sich erheblich von allen anderen Inseln in der deutschen Bucht unterscheidet. Der relativ kleine Bunt-Sandsteinblock, weit draußen im Meer, hat eine unglaublich wechselvolle Entstehungs- und Besiedlungsgeschichte. Wir entdecken für uns eine weitere, die uns erzählenswert erscheint und unseren Blick für unsere Reise neu fokussiert. Basstölpel haben Helgoland erst seit den 1990er Jahren als für sie passenden Brutplatz entdeckt. Die exzellenten Flieger wirken an Land eher unbeholfen. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten. Ihre Nahrungsflüge reichen weit hinaus aufs Meer. Die Nester kleiden sie mit Pflanzen aus dem Meer und mit Gräsern aus. Hier an den Steilküsten Helgolands sehen wir jedoch noch ein anderes, eher buntes Bild. Es sind offenbar Reste von Tauwerk und Fischereinetzen, die die Vögel sammeln und als Nistmaterial an die Steilküste bringen. Diese Netzstücke halten auf den steilen, windumtosten Klippenvorsprüngen vermutlich deutlich besser als Seetang. Plastikmüll aus dem Meer? Kein gutes Zeichen. Ein unwürdiges Schicksal für so manchen dieser grandiosen Seevögel. Die Art und Herkunft des Plastikmülls interessiert uns sehr. Wir recherchieren später. Alle Etagen, Nischen und Vorsprünge im Fels sind belegt. Großes Gedränge und jede Menge Krach. Drei Zehenmöwen mit Minimalanforderungen an Platz für ein Nest. Die noch bescheideneren Lummen begnügen sich gar mit einer Felskuhle und balancieren Eier und Junge auf den Füßen. Die Düne, einst mit Helgoland eine Einheit, hat heute eigenen Inselstatus. Das Land verändert sich. Ihre schönen Strände sind beliebt bei Spaziergängern und Sammlern. Donnerkeile und Feuersteine, die die See hier an die Ufer wirft, sind besonders begehrt. Und sie birgt noch eine Rarität. Eine kleine Kolonie extrem seltener Kegelrobben und Seehunde. Sie kommen seit etwa 2 Jahrzehnten wieder regelmäßig an die Strände der Düne, um ihre Jungen zur Welt zu bringen. Erstaunlich ist, wie schon drüben an den Vogelfelsen, die Toleranz der Tiere gegenüber uns Menschen. Eine Art Galapagos in der Nordsee. Unsere Recherche im Internet führt uns zum Forschungsprojekt Basstölpel und Meeresmüll. Der Verein Jordsand zum Schutz der Seevögel und der Natur hat dieses Projekt gestartet. Es geht primär darum herauszufinden, aus welchen Produkten die Kunststoffreste tatsächlich stammen und wo genau die Vögel sie sammeln. Es gab auch Versuche, den Plastikmüll von den Felsen aufwendig zu entfernen. Bereits in der darauffolgenden Brutsaison brachten die Basstölpel jedoch wieder das Material an ihre Brutplätze. Ergebnisse der Studie sind bis 2021 angekündigt. Kunststoff, die Errungenschaft für uns Menschen, wird in der Natur zunehmend zum Problem. Lösungen sind gefragt. Einige hoffnungsvolle Ansätze gibt es bereits. In der Bretagne treffen wir auf ein innovatives Unternehmen,
Doch davon in einer eigenen kleinen Geschichte. Logbuch der Utopia. Helgoland liegt achter aus. Bewegte See. Beständiger Wind aus Südwest mit 5 bis 6 bevor. Wir laufen hart am Wind mit fast 7 Knoten. Kurs 235 Grad. Bilderbuchwetter haben wir nicht. Dafür aber passende Wind- und Strömungsverhältnisse. Wir wollen mit auflaufender Tide in die Westerems einfahren und möglichst vor Dunkelheit in Borkum ankommen. Ungefähr im 6-Stunden-Rhythmus wechselt der starke Gezeitenstrom seine Richtung. Ebbe und Flut im ewigen Wechsel. Unsere Erkenntnis für das Navigieren in diesen Gewässern: sei zur rechten Zeit am richtigen Ort. Logbuch der Utopia. Wir laufen mit dem Tidenstrom etwa 9 Knoten in die Mündung der Westerems. 21.30 Uhr, das Leitfeuer Fischerbalje liegt quer ab. Der Vulkanerhafen Borkum direkt voraus. Abendessen. Fangfrisch vom Kutter. Borkum, aus Sand geboren. Welch Kontrast zur Felseninsel auf hoher See. Wir bleiben nicht lange genug, um für uns eine erzählenswerte Geschichte zu entdecken. Einige Eindrücke von der schönen Insel im Wattenmeer bekommen wir jedoch schon.